Hier ist euer Kido 801. Heute melde ich mich mit einem Rundgang durch das Volkfest von Markt Indersdorf 2024. Es geht vom 3.5. bis zum 12.5.2024. Und das ist geboten. Einer der Hauptattraktionen hier, der Avenger von Florian Kirschbaum. Wer es ein bisschen ruhiger haben möchte, der kann gerne da drüben zu Schieß ein Tor gehen. Oder zum Glücksbaron Hongkong Shanghai. Der Losstand. Links davon die Büchsenwerfbude von Winter. Aber in diesem Fall Seilwerfen. Auch wenn Büchsenwerfen dort steht. Daneben Churros und Krebs in M&M Weiß. Feine Küche. Für die kleinen Kinder das Zauberschloss. Es liegt gleich gegenüberliegend davon. Dann die zweite Attraktion hier. Von Distel der Wellenflug. Hier mittig. Starten Sie hier, wir starten. Genau, wir starten. Das war hier gut. Davon gegenüber liegen die wildere Alpen. Und von SA Massenbrennerei. Wir haben hier das Festzelt Brandl. Mit überdachten Biergarten. Ah, jetzt der Wellenflug geht los. Festzelt Brandl. Bilder im Hintergrund. Nochmal der Wellenflug. Und der Autoscooter von Distel, der darf nirgendwo fehlen. Im Hintergrund sieht man wieder den Avenger. Sogar ein bisschen beleuchtet bereits. Dann haben wir hier noch den Sportsalon. Einmal abräumen, freie Auswahl beim Dosenwerfen. Und gegenüberliegend davon gibt es Hablerbräu Altmünster, der Essenstand hier. Bei Spezialität von wenn wir kurz auf Seiten gehen, der Biergarten davon. Bei Spezialitäten ist gut von, das kann ich gerade nicht lesen, ich blende es dann ein. Das ist einfacher. Wir haben hier noch Sennefelder süße Spezialitäten. Und mittig haben wir hier noch den Samba. Dann haben wir hier den Avenger. Und da hinten dann noch, da gibt es Pinza, im Pinza-Stand. Rechts vom Avenger. Wenn wir alles vollständig haben. Und das war dann der Rundgang durch das Volkfest von Markt Indersdorf 2024. Weitere Videos findet ihr links in der Playlist.
recht könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Kido 881.